Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum 3 Digitalimpuls Digitalk aus der Sportstadt Graz, wo bereits die Sports Austria Finals stattfinden. Ich bin die Michelle Oberauer und ich freue mich sehr, dass Sie alle mit dabei sind. Ja, in den letzten Jahren, da haben wir enorme Veränderungen im Bereich der neuen Medien und digitalen Innovationen erlebt. Social Media, KI, Online-Streams, aber auch andere neue digitale Kanäle haben die Art und Weise, wie Informationen und Inhalte geteilt bzw. konsumiert werden, revolutioniert. Die neuen Medien, die haben ja auch das Potenzial, Sportarten zu einer Massenbewegung zu machen, die Wirtschaft anzukurbeln, junge Leute anzusprechen und dann natürlich auch eine aktivere und gesundere Gesellschaft zu fördern. Alles Win-Win-Situationen für Sport, Wirtschaft und Gesellschaft. Ja, aber auch hier haben wir natürlich noch viele offene Fragen, wie zum Beispiel, welche Vorteile entstehen durch Sportsponsoring für die Jugend, für die Wirtschaft, für regionale Partner, wie gehen auch Athleten und Vereine mit dieser Veränderung um, wie können auch Breitensport-Events wie die Sport Austria Finals dazu beitragen, eine neue Zielgruppe anzusprechen und natürlich auch, welche Technologien erwarten uns in der Zukunft bzw. sind aktuell schon Stand der Dinge. Alles Fragen, die ich heute mit meiner hochkarätigen Runde besprechen will. Ich beginne bei der Dame Viktoria Schnaderbeck, Ex-Nationalteam-Spielerin und Unternehmerin. Hallo. Hallo. Also ich habe meine Agentur gegründet aus dem Bedarf heraus und auch aufgrund der Nachfrage von Seiten der Sportler und Sportlerinnen und auch durch meine eigenen Erfahrungen, die ich in meiner aktiven Karriere gemacht habe. Und vor allem geht es da um eine vollumfängliche Betreuung, um eine Betreuung abseits des Sports und vor allem auch um den Fokus auf die Karriere nach der Karriere. Hans Niesel, Präsident Sport Austria. Hallo. Hallo. Partner im Breitensport sind natürlich immer sehr wichtig. Der Sport, obwohl viel Freiwilligenarbeit getan wird, braucht finanzielle Mittel, um ganz einfach Angebote für Sportlerinnen und Sportler in entsprechender Qualität liefern zu können. Und deswegen braucht man finanzielle Unterstützung, die teilweise von der öffentlichen Hand kommt und teilweise von Sponsoren kommt. Und je mehr Sponsoren man hat, umso breiter ist das Angebot und umso mehr Bewegung können die Österreicherinnen und Österreicher machen. Gerald Zaschek-Bichler, Konzernsprecher der Graz Holding. Hallo. Wir haben als Holding Graz, als öffentlicher Dienstleister, auch einen gewissen Auftrag, den wir zu erfüllen haben. Das ist einerseits natürlich, wir möchten unsere ganzen Produkte, Dienstleistungen vermarkten. Das läuft perfekt über den Spitzensport. Stichwort Sturm Graz, einer unserer Hauptpartner mit dem ÖFB-Cup-Finale heuer. Aber dann natürlich auf der anderen Seite diese ganzen vielen kleinen Vereine, die an uns herantreten, ganz besonders zu erwähnen, natürlich auch Frauenförderung, Special Needs, beziehungsweise auch die ganze Jugendförderung. Da ist es ganz wichtig, einfach einen Konsens zu finden und einfach zu schauen, was geht nicht. Und Christoph Stadler, Leiter Marketing bei 3. Schön, dass ihr alle da seid. Im Sport, vor allem im Breitensport, geht es darum, sichtbar zu sein, um Zielgruppen zu erreichen, um seinen Sport entsprechend zu präsentieren. Das war für uns die Motivation, hier einen Beitrag zu leisten. Einerseits über unsere Produkte hier zu unterstützen, vor allem über die digitale Anbindung, hier neue Zielgruppen erschließen zu können. Und auf der anderen Seite geht es uns natürlich auch um die soziale Verantwortung, hier einen Beitrag zu leisten, vor allem den Nachwuchs stärker in Richtung Sport zu bringen. Und das geschieht eben über die Geschichten, die der Sport erzählt. Und wenn wir hier einen Beitrag leisten, dann haben wir auch einen positiven Effekt, indem wir mit diesen Zielgruppen interagieren können und das ist unsere Motivation, uns im Sport zu engagieren. Und wir starten gleich los, würde ich sagen. Die erste Frage an dich, Hans. Wie hat sich das Sportsponsoring seit den letzten Jahren verändert und wo stehen wir aktuell? Viele Leute behaupten, wir leben an einer Zeitenwende. Ich glaube, wir sind mittendrin in einer Zeitenwende in vielen Bereichen. Ich könnte jetzt viele Beispiele aufzählen. Aber auch was den Sport betrifft, nämlich wie präsentiert sich der Sport, wie wird der Sport sichtbar, wie bleibt der Sport sichtbar, wie kann man die Medien sinnvoll nutzen. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Herausforderung und davon hängt auch im Wesentlichen das Sponsoring ab. Man hat den einen Bereich des Sponsoring, wo natürlich zu Recht der Sponsor, die Sponsorvertreter sagen, wie oft sind wir in den Medien vorgekommen, kann das aus eigener Erfahrung sagen, weil wir in meiner Zeit als Landesverband
Landeshauptmann, das österreichische Nationalteam gesponsert haben. Da war natürlich jedes Jahr die Überprüfung, was hat es gekostet und was hat es medial gebracht. Und so denken natürlich sehr, sehr viele Konzerne bzw. Firmen. Das ist der eine Bereich. Das heißt, Sport muss sichtbar sein. Damit kann ich Sportveranstaltungen auch organisieren. Auch die Sport Austria Finals werden von der öffentlichen Hand unterstützt, aber natürlich auch von Sponsoring unterstützt. Und genau in diese Richtung geht es. Auch im Bereich des Breitensports. Wir haben 15.000 Sportvereine in Österreich, da sind viele Amateurvereine dabei, die auch im kleinen Bereich von der Wirtschaft mit unterstützt werden. Das sind manchmal nur ein paar hundert Euro, die sehr hilfreich sind, ein paar tausend Euro und geht natürlich dann in weit höhere Beträge. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist natürlich immer wieder auch der Appell an die Wirtschaft, eine soziale Aufgabe zu übernehmen, wo es nicht nur rein um die Quote geht, wie oft komme ich vor, wie ist das finanziell zu bewerten, sondern wie nehme ich meine soziale Verantwortung wahr? Wie unterstütze ich Vereine, die ein paar hundert Jugendliche betreuen, die in der Woche zwei-, dreimal zum Training kommen, wo ich die Infrastruktur zur Verfügung stellen muss, das Flutlicht zur Verfügung stellen muss, diese Trainer zur Verfügung stellen muss. Das ist auch eine soziale Verantwortung. Ich glaube, da ist unsere Gesellschaft gut beraten, wenn hier finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden und wenn man auch als Wirtschaft soziale Verantwortung wahrnimmt. Für mich ist der Sport, und das sage ich jetzt einmal fürs Erste abschließend, auch die größte Möglichkeit der Integration, die es überhaupt in Österreich gibt, die beste und größte Integrationsplattform. Im urbanen Bereich sind wahrscheinlich 70-80% teilweise der Kinder mit Migrationshintergrund. Ganz, ganz wichtig, wenn die dann ein Spiel haben, sind die Eltern, ganz gleich ob mit oder ohne Migrationshintergrund, gemeinsam hinter der Mannschaft, da wird gemeinsam applaudiert, da wird gemeinsam manchmal getrauert, die Kinder freuen sich miteinander, die Kinder weinen manchmal miteinander, wenn sie verlieren. Und ich finde, das ist ganz, ganz wesentlich und ich persönlich bin der Wirtschaft sehr, sehr dankbar, dass einerseits natürlich Gelder zur Verfügung gestellt werden, um einen entsprechenden Werbeeffekt zu erzielen. Ich bin aber vielleicht noch mehr dankbar, dass man auch die soziale Aufgabe sieht, wie wichtig das für unsere Gesellschaft ist, in weiterer Folge auch für die Wirtschaft wichtig ist, wenn Integration erfolgt, ja, dann ist es für unsere gesamte Gesellschaft von enormer Bedeutung. Ja. Wir haben jetzt schon einiges von dieser Sicht gehört. Vicky, wie hast du das gesehen oder wie siehst du das aktuell als Ex-Athletin, Athletin? Wie haben wir uns im Sportsponsoring, wie habt ihr das persönlich wahrgenommen, sagen wir so? Es war natürlich für mich eine sehr spannende Phase, gerade jetzt für den Frauenfußball sprechend. Da war natürlich der eine oder das Event mit der Europameisterschaft und der Erfolg ausschlaggebend, aber war auf der anderen Seite auch die Sichtbarkeit im Fernsehen, in den Zeitungen etc. in den klassischen Medien, die haben uns natürlich die Plattform gegeben, einerseits gesehen zu werden, um Interesse zu wecken, aber vor allem, und das ist ja so entscheidend, auch für die Jugend, vor allem für junge Mädels, damit die sehen konnten, da gibt es ein Hobby, das ich vielleicht zum Beruf machen kann oder da kann ich meinen Traum erfüllen. Und ich glaube, dahingehend war das ganz wichtig und auch da haben Sponsoren ihre Rolle gehabt und auch einen wichtigen, als Stakeholder einen wichtigen Beitrag geleistet. Und ich glaube, für jede Randsportart sprechend sind natürlich starke Partner sehr, sehr wichtig und ohne die wird es nicht funktionieren. Und ich glaube auch generell sprechend jetzt aus dem Fußball und jetzt vielleicht mehr die Männerseite habe ich genauso kennengelernt. Auch da sind natürlich Sponsoren, kennt man, da geht es um ganz andere Summen. Aber auch das zeigt, dass dieser Return on Investment definitiv gegeben ist, nicht nur für Vereine, für Verbände, sondern eben auch für Einzelsportler und Sportlerinnen. Christoph, die Vicky hat es angesprochen, die Sponsoren sind sehr wichtig oder wir haben es alle angesprochen. Drei macht ja auch Sponsoring im Sport. Warum? Ein bisschen muss ich korrigieren. Wir verstehen uns nicht als klassischer Sponsor, sondern wir verstehen uns als Partner des Sports. Ja. Und ich glaube, der Herr Präsident hat es auch angesprochen. Das klassische Sportsponsoring, wie es vielleicht vor einigen Jahren war, das hat seine Grenzen. Da ging es vielleicht darum, dass man als Sponsor sich engagiert hat und gehofft hat, dass der Sport einen präsentiert. Mittlerweile ist dieser Wandel im Gang, dass man
in vielen Firmen und so funktionieren auch wir bei 3, einen Beitrag leisten muss, um tatsächlich auch davon zu profitieren. Und das bedeutet für uns, wir wollen nicht, dass der Sport uns präsentiert, sondern wir wollen mithelfen, den Sport zu präsentieren. Mit zwei Richtungen, die uns wichtig sind. Auf der einen Seite haben wir Produkte und Technologien und Lösungen für den Sport, die es möglich machen, den Sport sichtbarer zu machen. Es geht sehr häufig eben um die digitale Anbindung, wo wir dann eben mit Mobilfunk oder auch Festnetzanschlüssen, Sportinfrastruktur genauso ans digitale Netz anbinden können, wie aber auch dem einzelnen Sportler hier Produkte und Lösungen zur Verfügung stellen können, mit dem er seine Geschichten auch einer breiteren Bewegung zur Verfügung stellen kann. Weil das, was der Sport am besten kann, ist Geschichten erzählen. Und aus einer Marketingperspektive ist es dann ein logischer Schritt, dass man sich auch diese Plattform oder dass man sich bei diesen Plattformen auch engagiert, weil hier Emotionen verbreitet werden. Und wenn man Teil dieser Emotionen sein kann als privatwirtschaftliche Firma, dann profitiert man hier schon mal mit. Das ist das eine. Und das zweite ist, glaube ich, für eine große Firma wie für uns die soziale Verantwortung, die der Präsident auch angesprochen hat. Vor allem im Nachwuchssport und im Breitensport ist diese Verantwortung auch wahrzunehmen, auch von uns, und wird auch wahrgenommen, weil es hier darum geht, die Gesellschaft in Richtung einer nachhaltigen Gesellschaft weiterzuentwickeln. Und da ist der Sport eigentlich der größte Hebel dafür. Wir reden sehr oft über Prävention im Gesundheitsbereich, und wer, wenn nicht der Sport, kann das auch leisten? Und deswegen haben wir diese zwei Motivationen, uns im Sport als Partner zu engagieren. Soziale Verantwortung auf der einen Seite und die technologische Komponente, wo wir einen großen Beitrag leisten können, um die Sichtbarkeit des Sports zu erhöhen. Ja. Gerald, auch ihr mit der Graz Holding, große Sichtbarkeit, wie beim Beispiel auch Sport Austria Finals Hauptsponsor. Wie habt ihr als Firma die Sponsoring-Strategie von früher bis jetzt verändert? Oder wie musstet ihr sie auch anpassen in Zug auf Innovationen, neue Medien etc.? Wie ist da der Stand? Naja, da war für uns natürlich besonders einschneidend einfach die Corona-Pandemie. Früher war das alles sehr klassisch mit im Stadion, mit Banden etc. Und auf einmal kam Corona und alles war anders. Und wir sind ja doch als Unternehmen auch in der öffentlichen Hand. Das heißt, wir haben ja da auch eine gewisse Verantwortung dem Steuerzahler gegenüber. Und da mussten wir komplett umdenken einfach, in welche Richtung gehen wir. Wir haben einfach ganz verstärkt dann auf Digitalisierung gesetzt. Das heißt, das ist jetzt auch überall in den Sponsor-Kooperationen verankert, auch mit Social Media. Und wir haben auch unser ganzes Sponsoring insofern hinterfragt, wen wollen wir wirklich sponsern, wie wollen wir sponsern, wohin geht die Reise, und haben auch diese soziale Komponente einfach berücksichtigt. Das heißt, wir haben jetzt auch überall dabei Frauenförderung ganz stark. Das zeigt sich in verschiedensten Beispielen. Wir sind Hauptsponsor der GAK-Damen. Wir sind bei den Sturmdamen von Anfang an Bord oder jetzt an Bord. Das geht in die Richtung der Jugendförderung. Also allein, wenn ich dann denke, Sturm, GAK und auch die 99ers Eishockey Club, da reden wir von 29 Jugendmannschaften. Und das geht aber auch ganz stark in die Richtung der Special Needs. Also wir sind auch Sponsor mittlerweile der Sturm Blackies. Also in diese Richtung haben wir einfach umdenken müssen, und das haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren einfach auch in unseren Sponsoring-Richtlinien verankert und leben das auch sehr stark. Dazu eine weitere Frage, und zwar, wie sinnvoll, ich frage es so direkt, wie sinnvoll ist das Sportsponsoring wirklich, auch in Bezug, wie setzt man es richtig ein? Es betrifft ja alle, Logo raufklatschen, das war's, das ist ja heutzutage nicht mehr. Vielleicht kannst uns du da auch ein bisschen erzählen, was da so dahinter steckt. Auch gerne, der Christoph ist da ja auch mit involviert, man klatscht nicht einfach das Logo rauf und so, das war's, sondern kannst uns da ein bisschen einen Hintergrund erzählen. Das Sportsponsoring ist einfach das Nonplusultra, was das Sponsoring betrifft für uns jetzt, weil wie gesagt, wir haben ja verschiedene Schienen. Wir haben 120 Sponsoring-Projekte pro Jahr, davon sind allein 43 Sportprojekte, und da sind jetzt nicht nur die Großen dabei, sondern da sind auch viele Kleine dabei. Ja.
Und es ist eben so, über diesen Sport, über die sozialen Medien, da kannst du so viel transportieren. Also wir transportieren unsere Produkte, unsere Dienstleistungen. Jetzt, was ist das? Das ist zum Beispiel sind die ganzen Tickets, die es gibt, nicht? Das sind die Graz-Gutscheine etc. Wir binden ja die Sportler, die Testimonials aktiv ein, dass sie das bewerben. Ich denke nur gerade an so Highlights wie das ÖFB-Cup-Finale natürlich. Das ist natürlich für uns ein Jahrhundertgeschenk. Also ich hoffe, ein wiederkehrendes Jahrhundertgeschenk jetzt in dem Fall. Aber wo wir einfach sehr kreative Sachen gemacht haben, wie mit Jakob Jantsche einfach eine unserer Carsharing-Aktionen zu bewerben und wo du einfach eine unglaubliche Response hast auf den sozialen Medien. Also das fällt mir zum Beispiel ein. Ja. Vicky, wie siehst du auch für deine Klienten, nenne ich sie mal, oder deine Sportler, die du bei dir in der Firma hast, eben auch die Chance im Sportsponsoring als Athlet dabei zu sein? Wie siehst du das? Ich habe einerseits selber die Erfahrung gemacht, aber jetzt auch als Unternehmerin und Gründerin und in der Betreuung meiner Athleten und Athletinnen schon gemerkt, dass dieses klassische Sportsponsoring mit reiner Logopräsenz nicht mehr reicht. Es reicht nicht mehr aus, dass du irgendwo das Logo eben platzierst, sondern du musst Emotionen erzeugen, du musst Geschichten erzählen, du musst die Werte auch repräsentieren, und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig und letztendlich auch den Bedarf decken. Ich glaube, einfach willkürliche Partnerschaften funktionieren aus meiner Sicht nicht mehr. Das heißt, es ist dann, glaube ich, schon viel wichtiger zu wissen, wer ist meine Zielgruppe, wen will ich ansprechen und was und welchen Mehrwert kann mir die Sportlerin, der Sportler bieten. Weil was natürlich der Sport, und das haben wir vorher gehört, schon bietet, das sind einerseits Geschichten, aber andererseits auch Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, da ist eine riesen Chance, auch Sportler eben mit einzusetzen und vielleicht auch diese Brücke zu schlagen. Und ja, insofern kann ich natürlich sagen, dass wir auch genau da schauen, diesen Bedarf oder so bedarfsorientiert und auch wertebasiert zu arbeiten in der Agentur und jetzt nicht einfach nur Pakete willkürlich anzubieten, sondern wirklich auch zu schauen, was ist, wie sieht das Profil des Sportlers, der Sportlerin aus? Was sind wirklich die Stärken und wo können da tatsächlich Synergien entstehen? Wie können jetzt auch Ex-Sportlerinnen von Partnern wie Drei und die Graz Holding profitieren? Aus meiner Sicht sind Partner ja nicht nur für die aktive Laufbahn und Karriere interessant, sondern vor allem auch für die Karriere danach, wenn man vielleicht nicht mehr so stark im Fokus in der Aufmerksamkeit oder ja in der Öffentlichkeit steht, weil es ja auch darum geht, nachhaltig zu sein und auch vielleicht nicht nur den Sportler, sondern auch den Mensch und dessen Werte und dessen ja, DNA in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, da geht es ja auch sehr stark darum, auch zu schauen, was steckt hinter diesem Sportler, welche Geschichte kann ich vielleicht erzählen, die über den Sport hinausgeht. Wie kann ich diesen Sportler, die Sportlerin einsetzen, die eben Leistungen erbringen, die eben nicht nur am Platz, auf der Skipiste oder wo auch immer stattfinden. Und ich glaube, genau darum geht's. Und diese starken Partnerschaften zu pflegen, ist auf der einen Seite sehr wichtig, aber diese auch zu finden, ist wirklich Gold wert und ja, spricht auch. Und ich glaube, das schafft dann auch auf Kundenseite vielleicht die Glaubwürdigkeit und schafft Emotionen, schafft dann ja, im Umkehrschluss auch die Bindung. Ja. Ich möchte kurz bei dir bleiben, und zwar das Thema Social Media für Athleten selber. Wir haben es gehört, für die Unternehmen ist es wichtig, das Digitale, das Wachsen, die Social Media Kanäle, auch da den Sport mal anders zu präsentieren. Wie wichtig ist in Bezug auf einen Sportler, der vielleicht auch eine Brand mit sich selber aufbauen will, dass er auch für Sponsoren attraktiver wird, wie wichtig ist Social Media aktuell und was glaubst du in den nächsten Jahren? Ich bin der Meinung, dass es sehr, sehr wichtig ist. Es ist aber ein sehr schmaler Grat, weil im Umgang mit Social Media eine große Verantwortung liegt, gerade für die Jugend. Und das habe ich jetzt auch ja, im Umfeld gesehen, dass da auch Probleme entstehen können. Eine falsche Wahrnehmung, eine falsche Realität. Und da sehe ich auch wieder auf den Sport vielleicht bezogen eine große, große Chance, weil im Sport wird in der Regel sehr echt transportiert, es werden echte Geschichten geliefert, es werden auch ja, diese Geschichten inszeniert oder ja, präsentiert, und ich glaube, das ist ganz wichtig für die Jugend auf der einen Seite, für einen Sportler, für eine Sportlerin auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig im Sinne der Brand,
im Sinne des Brandbuilding. Und gerade auch was die Skalierbarkeit betrifft, ist es natürlich super. Wir sind ja daran gewöhnt, unsere Erfolge zu messen. Und ich glaube, genauso ist es für Unternehmen aus der Wirtschaft, auch diese Skalierbarkeit zu garantieren durch die sozialen Medien. Das ist eine Riesenchance, um dann, und das ist ja wieder der, da schließt sich der Kreis, diese Sichtbarkeit für den Sport, für die eigene Marke und für die einzelnen Zielgruppen zu ermöglichen. Insofern ist es eine Riesenchance, viele Möglichkeiten, die sie bieten, aber gleichzeitig eine große Verantwortung. Ja. Gerald, wir haben es gerade gehört, es ist ja auch, wie wir alle wissen, ist auch der Marktwert oft bei Spielern abhängig von seiner Reichweite auf Social Media. Das sind ja viele Parameter, die da mitspielen. Oder Christoph, die Frage an dich genauso. Wie setzt man da dann den Fokus? Also will man lieber einen Spieler oder Sportler, der hohe Reichweite hat, wo man schon sicher sein kann, okay, der hat eine gute Reichweite, oder greift man dann eben auch wie Vorteile zum Breitensport, das bringt ja auch viele Vorteile mit, Sportler zu nehmen, die jetzt nicht einen Marktwert von 80 Millionen haben zum Beispiel. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich mal bewusst macht, was will man erreichen mit dem Engagement. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Zielsetzungen. Und je nachdem, aus welcher Stoßrichtung heraus, was man transportieren will, geht es um die soziale Verantwortung, geht es um Produkte, die man in Zielgruppen transportieren will. Das muss man sich mal bewusst machen, um dann die richtige Art der Partnerschaft festzulegen mit Sportlern, mit Sportarten, mit Sportverbänden. Für uns ist es vor allem auch der Nachwuchssport, der Breitensport, weil dort neue Technologien eine Riesenchance darstellen für diese Sportarten, für diese Zielgruppen. Wir haben jetzt von den sozialen Medien gesprochen. Das sind Kanäle, die von den Jugendlichen konsumiert werden. Die sitzen nicht mehr um 20.15 Uhr vor dem TV und schauen sich irgendeine Sendung an. Das war in unserer Zeit noch so, jetzt nicht mehr. Gleichzeitig ist das aber auch die Chance, dass man mit wenig Aufwand hier Zielgruppen erreichen kann, als Sportverband, als Sportler und aber, wenn man sich engagiert, auch als Partner. Und das macht es spannend für uns jetzt, auch in einem Breitensportumfeld, weil die Emotionen sind im Breitensport nicht viel anders als im Spitzensport. Also dort geht es genauso jeden Tag um Geschichten, die sich verbreiten lassen. Ja. Nur eben nicht in der Hauptsendezeit der TV-Anbieter, sondern in den Communities der jeweiligen Sportler, Sportverbände, Sportvereine. Ja. Und dieses Community-Engagement stellt für uns bei drei schon ein sehr wichtiges Thema dar, weil wir gewisse Zielgruppen, so wie ich vorher gesagt habe, über klassische Kommunikationskanäle nicht mehr erreichen können. Ja. Und da kommt der Sport, da kommt die Plattform des Sports ins Spiel, weil dort haben wir sehr wohl die Möglichkeiten, mit gewissen Zielgruppen und Zielsegmenten zu interagieren. Man muss nur wissen, wie man das anstellt. Und ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich sage, ich möchte keinem mehr erklären, wie man auf Social Media auftritt, damit das funktioniert. Aber es gibt ja zum Glück auch da Partner, mit denen man sich helfen kann, die genau wissen, wie es funktionieren kann. Ja. Hans, wir haben es vorhin gehört, es ist auch wichtig, den Sport zu verbreiten. Jetzt haben wir die Sportberichterstattung, wie wir sie alle kennen, Fernsehen und Co. Wie hat sich das auch verändert und was sagst du, vor welche Herausforderungen stellt uns das vielleicht auch noch in der Zukunft? Wo müssen wir uns da anpassen? Na, vielleicht eine kurze Anmerkung. Wir reden heute von den Social Media, von den Fake News, von den Manipulationen, um das ganz offen zu sagen. Also ich glaube, dass wir wahrscheinlich in einiger Zeit, einigen Jahren, wenigen Jahren über die künstliche Intelligenz und Sport reden werden, wo das Ganze sich noch weiter verdoppelt, verdreifacht, wo man gar nicht mehr unterscheiden kann zwischen den tatsächlichen Nachrichten und denen, was einem geliefert wird. Ja, was ist da überhaupt noch wahr dran? Und da halte ich das für riesengroße Herausforderung, nicht um das zu verhindern, das werden wir nicht verhindern können, das wird kommen, die künstliche Intelligenz ist teilweise da. Sie ist heute noch nicht Thema bei uns, aber sie ist schon in vielen Bereichen durchaus Tatsache und damit wird sich auch der Sport beschäftigen müssen. Das kann man positiv nützen, das soll man auch positiv nützen. Da gibt es viele, viele Einsatzgebiete auch für künstliche Intelligenz im Sport. Aber natürlich wieder die Gefahr, die du angesprochen hast, schon jetzt in den Social Media, das verschärft sich noch einmal.
Ja? Und natürlich werden da manche, wahrscheinlich auch ich selbst, sage ich mal, oder meine Generation zum Teil, ein Problem damit haben. Wie gehe ich damit um und wie kann ich das unterscheiden? Aber auch eine zweite Anmerkung. Ich glaube, die Glaubwürdigkeit wird auch in Zukunft zunehmen. Wen kann ich überhaupt noch glauben? Wer schickt uns Nachrichten, die keine Fake News sind und wo die künstliche Intelligenz die Fotos nicht so manipuliert hat, dass ein verkehrter Sieger hervorgeht zum Beispiel? Also das sind schon einige Dinge, auf die wir uns vorbereiten müssen. Was mir ein bisschen stört, ist, dass nicht irgendein Sicherheitsvorrichtungen auch in den Social Media gibt, wo ganz einfach Behauptungen eliminiert werden, die nicht richtig sind oder Leute, die Behauptungen machen, die nicht stimmen, gesperrt werden, was auch immer. Ich glaube, wir haben Gesetze, die einzuhalten sind und das müsste aus meiner Sicht, bin ein bisschen konservativ, für die Social Media genauso gelten und das muss auch bei der künstlichen Intelligenz gelten. Ich bin dafür, dass man die Vorteile der Social Media natürlich nützt. Ich bin für die künstliche Intelligenz, die im Sport intelligent auch einzusetzen. Das wird sich alles verändern, gar keine Frage, aber ich bin auch dafür, dass die öffentliche Hand dafür sorgen muss, und zwar international, dass die Fake News und die ganze Manipulation über die Social Media und die künstliche Intelligenz in Grenzen gehalten wird. Ja. Weil da leidet die Glaubwürdigkeit drunter. Und was die Sportlerinnen und Sportler betrifft, glaube ich, dass die Authentizität, die Glaubwürdigkeit, die Rolle, die der Sportler spielt, die Werbung, die er mit seiner Rolle und mit seinem Bild macht, ebenfalls ein ganz ein wesentlicher Faktor ist. Wenn einer glaubwürdig sein Produkt präsentiert, dann ist das sicher ein großer Vorteil. Wenn ich sage, also dem nehme ich das nicht ab. Das jetzt ein krasses Beispiel, wenn ein Abstinenzler für Alkoholwerbung macht, wird das nicht sehr authentisch sein. Ich möchte damit nur sagen, dass man auch, glaube ich, bei der Werbung drauf schaut, wie authentisch ist die Sportlerin, der Sportler, wie kann ich das transportieren? Ja. Also insofern gibt es da ganz eine Menge Herausforderungen. Und natürlich auch, was gesagt wurde, das Gruppenspezifische. Ja, in unserem Familienverband ist ein 15-Jähriger, ein 13-Jähriger. Die schauen nie fern und lesen nie Zeitungen, aber sie wissen alles. Ja. Ja, die wissen im Sport alles, die wissen teilweise, wie sie wissen, ich war in der Politik tätig, in der Politik sehr viel und sagen wir dann, was wieder passiert ist. Aber ich habe die noch nie Fernsehen gesehen oder Zeitung lesen gesehen. Also da hat man schon Zielgruppen, wo man wahrscheinlich als Sponsor sagen muss, welche Zielgruppe möchte ich erreichen? Ja. Sind es die eher Jüngeren mit TikTok und anderen Bereichen? Sind es die ein bisschen Älteren mit Facebook? Oder da gibt es ja noch viele, viele andere Möglichkeiten. Aber das zielgruppenorientiert zu machen, auf die Gefahren natürlich auch aufmerksam sein, die kommende künstliche Intelligenz zu beobachten. Das ist natürlich für das Marketing, für die Werbung, auch für den Sport eine Riesenherausforderung, der wir uns aber stellen müssen, weil sie bereits da ist und sich weiterentwickelt. Ja, also das bleibt nicht stehen, sondern das geht dynamisch weiter. Und da, glaube ich, gibt es wahnsinnig viel zu tun, das zu nützen, um die Zielgruppen auch zu motivieren, einerseits als Konsument tätig zu sein, ist ja legitim, gar keine Frage, auf der anderen Seite vielleicht motivierend zu wirken, selbst Sport zu betreiben. Genau. Absolut. Ja. Wir haben es gehört, Sport zu treiben, neue Zielgruppe anzusprechen. Wie können jetzt die neuen Technologien und die neuen Medien eben am Breitensport attraktiver machen eben, wie schaut das aus? Oder die neue Zielgruppe ansprechen, vielleicht am Beispiel der Sports Austria Finals, wie können wir uns das vorstellen? Ich möchte es vielleicht an einem ganz konkreten Beispiel festmachen. Also jeder von uns kennt als Österreicher den Skisport und verfolgt ihn vielleicht auch im Fernsehen oder in sozialen Medien. Aber wenn man so schaut, was kann man konsumieren, wenn es um Skisport geht? Weltcup, also man kann Weltcup-Disziplinen im Fernsehen sich anschauen. Darunter, obwohl Spitzensport immer noch auch ein paar Ebenen darunter passiert, gibt es de facto keine Produkte, die man konsumieren kann. Jetzt von jedem einzelnen Sportler, vielleicht Kurzvideos etc. Ja. Und da sind wir aber momentan auch so weit, dass wir auch im Breitensport Technologien zur Verfügung haben oder hätten, die es möglich machen, sehr kostengünstig auch Produkte zu schaffen, die eben auch an Content von darunterliegenden Disziplinen erzeugen.
also Disziplinen oder Ligen, bis hin in den Breitensport. Diese Technologien sind da, da geht es um Streaming-Technologien, die über Mobilfunknetze basieren, wo man über Live-Streaming quasi ein Nachwuchsskirennen produzieren kann mit sehr wenig Kosten und Aufwand. Nur die wenigsten wissen das. Und dort, glaube ich, müssen wir als allererstes ansetzen. Wir müssen diesen Sportverbänden auch die jetzt schon zur Verfügung stehenden Möglichkeiten einmal bewusst machen. Ja. Und das stellt für mich die große Chance dar. Die Risiken, die jetzt mit neuen Medien, neuen Technologien einherkommen, die sind zweifelsohne genauso da, muss man adressieren, also vor allem das, was vorher angesprochen worden ist. Aber ich glaube, noch wichtiger ist es, in Österreich auch in Chancen zu denken und das vor allem auch runterzubrechen in Richtung der Sportverbände und der Sportarten, die jetzt nicht gesegnet sind, dass sie eigentlich von großen TV-Anstalten produziert werden. Und das Beispiel Skisport kann man jetzt übertragen in Richtung anderer Sportarten, bis hin zu Breitensportarten oder sei es Tennis. Auch da sehen wir jetzt vielleicht aktuell French Open im Fernsehen, aber darunter passiert fast nichts. Auch da gibt es diese Technologien, wo man sehr kostengünstig auch in kleineren Ligen, in kleineren Bereichen Content produzieren kann, den man Zielgruppen zur Verfügung stellen kann, auf sehr einfache Art und Weise. Aber es braucht mal das generelle Bewusstsein, dass es hier auch viele Chancen gibt. Wir haben vor ein paar Jahren, vor der Pandemie schon, haben wir gesagt, die Digitalisierung stellt in Österreich eine Bedrohung dar. Man hat von diesen Bedrohungsszenarien eigentlich in allen Medien sehr viel gehört, aber sehr wenig von den Chancen. Wir haben aus dieser Motivation heraus den 3-Digital-Impuls initiiert und haben auf Basis von Best-Practice-Beispielen versucht, hier Impulse zu setzen in der Wirtschaft und auch im Sport, zu zeigen, was alles möglich ist, um anzuregen, um zu inspirieren. Und alleine bei diesen Veranstaltungen, wo das dann quasi passiert ist, hat man sehr viele Menschen gesehen, die bemerkt haben, dass da viel mehr möglich ist, als sie gedacht hätten, weil sie jeden Tag eigentlich nur die Risiken konsumieren. Ich glaube, im Sport geht es ums Gleiche. Wir müssen neben den Herausforderungen auch die Chancen stärker thematisieren und aufzeigen, was für neue Möglichkeiten eigentlich jetzt schon da sind. Hans, ich möchte gerne mit dir darüber reden, was der Christoph angesprochen hat, und zwar das Vereine. Die Vereine wissen über die neuen Technologien vielleicht Bescheid, aber da hat man ja auch im Verein von jung bis alt alles drinnen. Wie siehst du als Präsident von Sport Austria das, da jetzt heranzugehen und auch zu schauen, dass eben die Vereine mit den neuen Technologien und sonstigen auch zurechtkommen oder das auch annehmen, das Neue? Also ich sehe das als Herausforderung. Der Herausforderung muss man sich stellen. Die Digitalisierung ist da und sie wird verstärkt in allen Bereichen kommen, ob das der Wirtschaftsbereich ist, ob das der Sportbereich ist, ob das der Schulbereich ist und so weiter. Das ist gegeben. Das sinnvoll zu nutzen, das ist die Herausforderung und damit einen Mehrwert für den Sport zu schaffen. Das ist ganz wesentlich. Das ist einmal die Analyse. Was machen wir als Sport Austria? Wir haben einen Prozess gestartet, um unsere 15.000 Vereine, die wir vertreten, unsere Dach- und Fachverbände und die Sportvereine mit Shared Services in Zukunft anzubieten. Shared Services heißt, dass gewisse Aufgaben, die sie kleine Vereine und Verbände nicht leisten können, dass wir das als Sport Austria machen. Und eine dieser Schwerpunkte wird sein, wie können wir Sie beraten im Bereich der Digitalisierung und der Social Media. Wir haben heute beim Frühstück auch darüber gesprochen, die Großen schaffen das schon, die Kleinen. Das ist eine Staatsmeisterschaft Kraft-Dreikampf in meiner Heimatgemeinde in Frauenkirchen. Die werden sich die Öffentlichkeitsarbeit, TikTok, Facebook, die Auftritte dort wahrscheinlich nicht leisten können. Da braucht man Ressourcen, da braucht man Mitarbeiter und so weiter. Und für die Kleineren das zu organisieren, um auch präsent zu sein, um Werbung für den Sport zu machen. Wir sind ja in der guten Lage, dass wir in Österreich eine große Vielfalt des Sports haben. Und diese Vielfalt braucht eine Plattform. Und über die Digitalisierung, über die Social Media wollen wir allen unseren Vereinen diese Möglichkeit bieten.
auch zielgruppenorientiert, wo man sagen, das interessiert vielleicht primär junge Leute. Also da würde man vorschlagen, geht es in den TikTok-Bereich, da macht es eine Übertragung über Streaming, eine Live-Übertragung, wo alle Mitglieder informiert werden. Zu dieser Zeit findet die Staatsmeisterschaft, die österreichische Meisterschaft statt. Schaut ein, ihr könnt voll dabei sein. Also das wird in Zukunft unsere Aufgabe über diese Shared Services, einerseits im Medienbereich, aber das Shared Services werden wir wahrscheinlich auch in anderen Bereichen anbieten, noch ein besserer Dienstleister für unsere 15.000 Vereine zu sein. Und immerhin sind dort 350.000 Leute auch beschäftigt in dem gesamten Sport in Österreich, mit Profisport und natürlich auch Amateursport, die entsprechend zu vertreten und diesen neuen Weg der Digitalisierung auch hinzuweisen. Und eins vielleicht abschließend, ich habe gesagt, unser Auftritt, was jetzt Sport Austria anbelangt, in den Social Media, der ist auch ein bisschen schon antiquiert. Also vor 3 Jahren, wie wir angefangen haben, haben wir mit Facebook begonnen und haben gesagt, erster Schritt, aber nach 3 Jahren sind wir schon wieder ein bisschen hinten. Mhm. Ja, also insofern brauchen wir Selbstkonzepte, um zu sagen, das muss moderner werden, das muss vielfältiger werden, das muss zielgruppenorientierter werden, was müssen wir tun, und erwarten wir da vor dem Sommer noch einmal ein Konzept, wie wir das Schritt für Schritt umsetzen, auch im Zusammenhang vielleicht mit unseren Shared Services, dass wir sagen, wir werden besser und bieten das alles natürlich unseren Partnern und Mitgliedern an. Sehr interessant, sehr cool. Gerald, zu dir die Frage. Wir haben Sie, Sie laufen gerade die Sport Austria Finals, ihr als großer Hauptsponsor. Warum setzt die Graz Holding jetzt darauf? Naja, wir sind zum dritten Mal dabei heuer. Das ist natürlich ein Heimevent jetzt für uns in Graz. Das ist ganz klar, weil wir sind ja in der Stadt aktiv, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr, wenn Sie so wollen oder wenn du so willst. Das ist für uns auch ein riesiger Werbewert, wenn wir davon reden. Ja. Wir haben ausgerechnet rund 1,5 Millionen Euro, also das ist sehr viel Geld. Ja. Wir haben ja die ganze Stadt, wir haben ja auch unsere Sportstätten, unsere Heimstätten mit eingebunden. Ich denke an die Auster draußen in Eckenberg, an Straßgängerbad oder auch im Weiteren sind den Schlossberg, wo das Rodeln stattfindet. Wir sind in der Stadt aktiv. Es kommt auch ein Return herein wieder, weil ja es werden die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt etc. Also das ist für uns einfach auch eine riesige Plattform, und wir sind ja de facto in der ganzen Stadt einfach präsent mit unseren Produkten und Dienstleistungen. Also diese Veranstaltung ist gar nicht hoch genug einzuschätzen für uns als Sponsor. Und natürlich auch, Hans, wichtig, dass man so einen Sponsor wie die Graz Holding hat, oder? Ohne Graz Holding und ohne unseren Sponsoren, um alle natürlich mitzunehmen, wäre die Veranstaltung nicht möglich. Und das ist die größte Multisportveranstaltung, die es in Österreich gibt. Das hat sich in Graz, das muss ich wirklich sagen, so gut entwickelt. Vor 3 Jahren, noch in Zeiten der Pandemie, mit ca. 3.000 Athletinnen und Athleten, jetzt sind wir bei 6.500, die Zusammenarbeit, die mit der Stadt, mit dem Land hervorragend funktioniert, mit den Verbänden toll funktioniert. Und das ist ein wesentlicher Impuls für den Sport. Das war eigentlich das Comeback des Sports vor 3 Jahren in Zeiten der Pandemie, als der Lockdown da war und wo man eigentlich keinen Sport betreiben konnte. Die Zuschauer waren aus. Die waren dann digital dabei, aus Sicherheitsgründen natürlich, aber der Sport hat stattgefunden, ein Riesenimpuls für den Sport, und man kann durchaus ohne Übertreibung sagen, eigentlich ist Graz der Geburtsort der Sport Austria Finals, der größten Multisportveranstaltung in Österreich in der Gegenwart, und ich gehe davon aus, auch in der Zukunft. Ja. Hans hat es angesprochen, Christoph. Es war online dabei, also per Stream aufgrund der Corona-Pandemie. Wie siehst du auch da, wie wichtig haben wir die Balance zwischen virtuell ist man dabei, wie auch bei Laola gestern zum Beispiel die Conference League live im Metaverse zum Beispiel. Wie siehst du, oder ihr alle eigentlich, wie wichtig ist jetzt die Balance zwischen online und Dasein natürlich? Ich glaube, dass das eine ohne dem anderen nicht möglich ist. Genau. Und die Basis passiert ja immer noch analog im großen Stil, was den Sport betrifft. Und ich finde es großartig, die Plattform, die die Finals für diese Breitensportverbände hier bietet, das ist genau das, was eigentlich vorher schon erwähnt worden ist. Es geht um diese Sichtbarkeit, und je größer die Plattform ist, desto mehr Sichtbarkeit auch für Sportarten, die sonst vielleicht zu kurz kommen. Das ist ja der olympische Gedanke, ein bisschen, den man hier in Graz verspürt, und von dem her
diese Plattform großartig, die Verbindung zu den digitalen Kanälen aber genauso wichtig. Und ich glaube, im ganz Generellen ist das auch die Zukunft, dass man diese Verbindung zwischen realer Welt, dort wo die Emotionen ihre Grundlage haben, gut schafft mit den digitalen Kanälen, mit den Risiken, mit den Chancen, die wir vorher diskutiert haben, die mit dem einherkommen einerseits, aber auf der anderen Seite darf man sich dem nicht verschließen. Und wenn man es schafft, aus dieser realen und digitalen Welt ein gutes Produkt zu generieren, als Sportart, als Sport, dann steht man auch vor einer gesicherten Zukunft, weil dann auch Partner da sein werden, die sich dieser Plattformen bedienen. Ja. Und die sind wiederum notwendig, der Herr Präsident hat es gesagt, damit es solche Veranstaltungen geben kann. Ja. Natürlich, Vicky, auch der Vorteil von solchen Veranstaltungen auch, dass die Community vielleicht aktiver wird. Also ich glaube, das sehen wir eh alle in dieser Runde. Vielleicht sehe ich eine neue Sportart wie Rugby, vorher noch nie gesehen, und entwickle dazu auch eine Liebe oder ja, cool, ich probiere was Neues aus. Ist ja auch der Hintergedanke, dass eine aktivere Community kommt und wieder die Jungen auch heranwachsen. Wie siehst du das? Ja, absolut. Also ich glaube, das ist natürlich ein sehr schöner Rahmen, wo man sich jetzt mal ganz für die Einzelperson oder für den Einzelsportler gedacht präsentieren kann, wo man eine gewisse Sichtbarkeit kriegt, wo man vielleicht auch Partner mit einbeziehen kann, eine gewisse Sichtbarkeit geben kann, aber auch für Leute, die vielleicht einfach sportbegeistert sind, sich austesten können, sich ausprobieren können, ihre Kinder mitnehmen können und da einfach total ja, Werte oder ja, neutral austesten und sie darauf einlassen und auch diese Emotionen vor Ort erleben können und natürlich gleichzeitig aber auch digital für jemanden, der vielleicht am anderen Ende ist, der von Vorarlberg aus sich das anschauen will, genauso die Möglichkeit hat, das mit Herzblut mitzuverfolgen, vielleicht die Tochter, den Sohn, wen auch immer, da anzufeuern. Und ja, ich glaube, das ist auch das Schöne. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall die Corona-Pandemie uns gezeigt, um das vielleicht nochmal zu unterstreichen, dass diese hybriden Konzepte definitiv Potenzial haben. Weil ich glaube, du hast damit auch die Möglichkeit, nicht nur vor Ort Leute zu erreichen, sondern national und vor allem international, gerade für Unternehmen in der Wirtschaft, die internationale Strategien haben, ist das, glaube ich, eine riesen Chance. Und ja, gerade wenn man von Reichweiten spricht, ein riesen Benefit. Ja. Gerald, ich möchte nur ein Beispiel auf ÖFB Cup Sieger Sturm Graz. Natürlich für die Stadt Graz auch wirtschaftlich und medial. Das Event kann man nicht sagen, das Event dazu des Jahres. Was hat es euch für die Graz Holding wirklich wirtschaftlich und medial gebracht? Und auch der Stadt Graz natürlich. Ja, ich meine, also wir rechnen bei Sturm Graz, wir haben immer ausgerechnet, unser Werbewert, der uns betrifft, ist so bei 900.000 Euro. Wir werden das heuer nicht nur durch das Cupfinale, sondern auch durch diese sehr erfolgreiche Situation sicherlich auf über 1 Million schrauben. Also wenn man hier von konkreten Zahlen rechnen kann, das sieht man einfach auch. Dann natürlich diese, ich glaube im ORF waren 800.000 Zuschauer live dabei bei dieser Übertragung. Da ist, wir sind wir als Sponsor mit der Logopräsenz auf den Videos etc. natürlich, das ist wie gesagt ein Riesenereignis und ein Geschenk für jeden Sponsor, so etwas. Ja. Und dazu noch die Frage, Hans, wir wissen alle über die Thematik ORF Sport Plus Bescheid, lange Diskussionen, jetzt bleibt Sport Plus mal für eine Zeit noch erhalten. Wie wichtig ist eben auch, dass so Kanäle wie Sport Plus oder auch eben Online-Streams wirklich da bleiben, auch wenn Social Media so präsent wird und die anderen digitalen Formen, dass wir eben noch so normale, nenne ich es jetzt, Plattformen haben und die auch bestehen bleiben? Also ich glaube, dass der Sport die Medien braucht und dass die Medien den Sport brauchen. Das auf jeden Fall. Das ist einmal eine Begegnung auf Augenhöhe. Ja, auf jeden Fall. Das Zweite ist, dass wir in Österreich ein Sportland sind. Ja. Das ist zweifelsohne, mit tollen Höhepunkten, wie du gesagt hast, auch wenn man im Cupfinale ist und Cupsieger wird. Und auf der anderen Seite sind wir noch keine Sportnation. Und wenn wir eine Sportnation werden wollen, dann müssen wir an vielen Rädern drehen.
Und unter anderem natürlich auch, was Sponsoring anbelangt und was Medienberichterstattung anbelangt. Wir brauchen die Streaming-Medien, wir brauchen die analogen Medien, wir brauchen die digitalen Medien, wir brauchen die Social Media. Ja. Wir brauchen alles im Bereich des Sports, um sichtbar zu werden, wenn ich das aus Sicht von Sport Austria sagen darf. Ja. Sichtbar zu bleiben, sinnvoll die Medien nützen und damit die Menschen motivieren, Sport zu betreiben. Wenn die WHO sagt, dass Kinder und Jugendliche in Österreich zu 80% keine Stunde Bewegung machen, was eigentlich die Vorgabe der WHO ist, dann haben wir auch in dem Bereich, was den Gesundheitsbereich anbelangt und Sport, ganz große Herausforderungen. Und das können wir nur gemeinsam machen, mit Unterstützung der Wirtschaft, mit entsprechendem Sponsoring und mit einer vielfältigen, qualitätsorientierten Berichterstattung. Christoph, wer ich möchte noch mal kurz auch über die Technologien sprechen, die jetzt eben auch helfen, die gesündere Gesellschaft, die aktivere Gesellschaft zu fördern. Wo stehen wir da aktuell? Ich möchte das eine vielleicht noch unterstreichen. Es geht um Sichtbarkeit und da unterstützen die Technologien, die Medien. Das Beispiel, das ich vorher genannt habe, ist nur eines. Aber ich glaube, im gesamten Sport geht es jetzt darum, dass man sich der Digitalisierung zunutze macht. Ja. Grundlage dafür ist die digitale Anbindung. In vielen Fällen digitale Anbindung der Sportinfrastruktur. Sportinfrastruktur ist ein eigenes Kapitel, das werden wir heute wahrscheinlich nicht diskutieren. Aber dazu gehört mittlerweile ganz essentiell auch die digitale Anbindung. Ja. Neben dem, dass es überhaupt die Infrastruktur gibt. Mit dieser Anbindung entstehen dann je nach Sportart Möglichkeiten. Ja. Beispiel Tennis. Man kann den Tennisplatz anbinden ans digitale Netz und dadurch eben neue Produkte schaffen. Ob das jetzt ein Livestream ist, wo man Nachwuchs-Tennis-Matches in Richtung Zielgruppen übertragen kann, in Richtung Communities übertragen kann. Auf der einen Seite, ob das für ambitionierte Sportler aber Analyse-Tools sind, die auch wiederum ans Internet angeschlossen sind, wo man quasi wie ein Profisportler, als Amateursportler seine Analysedaten nach dem Match bekommt. Das sind nur ganz wenige Beispiele, die zeigen, da ist vieles da, was vielen aber nicht bewusst ist. Ja. Und das geht dann bis hin in Richtung künstliche Intelligenz, bis hin in Richtung Metaverse, wo es dann noch digitaler wird, wo es dann vielleicht nochmals für viele weniger vorstellbar wird, wie man und was man dort macht, aber mit dem muss man sich auseinandersetzen, weil das Thema kommt und das Thema kommt vielleicht schneller, als man glaubt. Aber im ersten Schritt, glaube ich, ist es in der Breite wichtig, dass man mal sagt, okay, was gibt es an Technologien, an Produkten, an Lösungen für meinen Sport, dass ich mir auch leisten kann. Vieles davon ist ja auch leistbar und kostet nicht die Welt. Viele glauben, okay, da geht es um Tools oder Produkte, die dem Profisport vorbehalten sind. Das ist nicht mehr der Fall. Und mit dem muss man sich und kann man sich auseinandersetzen und so eben auch Mehrwert schaffen für seinen Sport, für seine Athletinnen und Athleten und aber auch für seine Partner, die davon auch profitieren können, wenn es um so einen Mehrwert geht. Ja. Zum Schluss möchte ich nur mit euch vier die Frage besprechen. Hans, erst an dich. Wie siehst du den Sport? Du hast schon gesprochen über KI. Habe ich schon gehört, KI wird in der Zukunft, aber was siehst du in den 20, 30 Jahren? Wie entwickelt sich der Sport in den 20, 30 Jahren weiter? Vielleicht zwei, drei Kernpunkte, die du sagst, dass... Ja, Punkt 1 ist, was ich vorhin gesagt habe, Österreich soll eine Sportnation werden. Das heißt, da muss man viele Hausaufgaben noch machen. Genau. Das ist der erste. Die erledigt sind, die Hausaufgaben. Moment, das ist einmal der Anfang. Wie werden wir eine Sport? Das ist das Ziel. Das ist das Ziel, das stimmt, ja. Wie kann man das Ziel erreichen? Ja. Das ist ganz, ganz wesentlich, dass man ein Bewegungsangebot schafft, vom Kindergarten bis ins hohe Pensionistenalter. Ja. Die Skandinavier sind uns da um einige Jahrzehnte voraus. Die finanzieren zum Beispiel den Sport teilweise über einen Promillsatz des Gesundheitswesens. Ja, die Schweden werden so alt wie die Österreicher, aber sie sind 10 Jahre lang gesünder.
und damit entlastet massiv das Gesundheitssystem. Ja. Wir sind in der Reparaturmedizin verhaftet, reden zwar oft von Prävention, machen es aber nicht. Ja, und da wünsche ich mir auch, muss ich ganz offen sagen, vom Gesundheitsministerium, ich habe das dort auch schon deponiert, eine noch bessere Kooperation und am Ende des Tages, dass vom Gesundheitsbereich ein Promillsatz des Budgets, wir reden da von einem Promillsatz, in den Sport kommt, um dieses Angebot vom Kindergarten bis ins hohe Alter zu machen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig und wesentlich. Ja. Das ist ein Punkt, um die Österreicher gesünder zu halten. Das ist Gesundheit, ist, glaube ich, für jeden das Wichtigste. Und deswegen müssen wir uns da anstrengen. Ja. Und was den Spitzensport und Leistungssport anbelangt, immer schauen, dass man am letzten Stand ist. Ja? Ja. Immer wieder evaluieren und schauen, wie kann man besser werden. Gestern einige Gespräche geführt, wie man Spitzensportler noch besser ausstatten kann mit Leistungsdiagnostik, mit entsprechender Technik, wo sofort die Frequenzen gemessen werden, die Atmungsaktivität, der Puls, der Leistungszustand, die Leistungs- und Trainingssteuerung. Also muss man immer schauen, wie kann man da besser zu werden. Zum Beispiel der Leitspruch für Leistungssportler, wer aufhört, besser zu werden und aufgehört, gut zu sein. Also das ist schon ein ganz ein wesentlicher und wichtiger Bereich. Und wenn wir das alles berücksichtigen mit der Sportwissenschaft, mit Pragmatikern, mit gut ausgebildeten Trainerinnen und Trainern, da ist ganz, ganz wesentlich immer zu schauen, sind wir da am letzten Stand, wie müssen wir die Weiterbildung machen, wer ist uns im Sport weltweit voraus? Jetzt müssen wir uns nicht unbedingt dann einzelnen Länder, möchte jetzt keine Namen nennen, orientieren, aber es gibt Länder, wo man sich sehr wohl orientieren kann, soll und muss, zum Beispiel Norwegen, auch teilweise die Slowenen, teilweise die Kroaten und. Also da gibt es viele Vorbilder, wo man durchaus einmal über den Zaun schauen kann und sagen, was können wir noch besser machen und das regelmäßig zu tun, glaube ich, dann können wir schon eine Sportnation werden und mehr Medaillen machen auf der einen Seite und die andere Seite ganz wesentlich der Österreicher, dass gesünder bleiben und gesund alt werden. Herr Hans hat es angesprochen, Christoph, noch gesünder werden die Gesellschaft, aber auch natürlich den Sport mit den Technologien noch weiter zu entwickeln. Was sagst du von Seiten 3 in 20 Jahren? Was strebt man an oder wohin könnte man gehen, technologisch gesehen? Wir haben es auch gehört mit Tracking-Systemen oder sonstigen. 20 Jahre, ich glaube, wenn wir wissen würden, was in 5 Jahren ist, dann wären wir schon gut dabei. Und wir wissen, was in einem halben Jahr ist. Aber, sagen wir Zukunftswunsch. Ganz generell, also in 20 Jahren wünsche ich mir, dass jeder aktive Sportler oder jede aktive Sportlerin und jeder aktive Sportler mit einem Dreihandy telefoniert. Das wäre unsere Vision, dass wir es geschafft haben, über unser Engagement im Sport den Sport weiterzubringen und aber auch die einzelnen Sportler, indem wir, so wie ich es vorher erwähnt habe, ganz am Beginn uns nicht als Sponsor sehen, der vom Sport präsentiert werden will, sondern als Partner sehen, der einen Beitrag leistet, um dem Nachwuchssport, dem Breitensport hier Produkte, Lösungen zur Verfügung stellt, die den Sport weiterbringen. Und wenn wir da unseren Beitrag leisten und das auch dazu führt, dass mehr Leute Sport betreiben, dass wir erfolgreicher sind im Sport, weil die Spitze braucht die Breite und die Breite wiederum braucht den Nachwuchs, damit eben da auch am Ende bei Olympiamedaillen rauskommt. Es beginnt ganz früh und von dem her wollen wir dort ansetzen und hoffen, dass wir in 20 Jahren, wenn wir dann zurückschauen und sagen, okay, wir haben Olympiamedaillen gemacht, die mehr waren als die letzten Jahre, dann haben wir es geschafft. Dann treffen wir uns wieder. Genau. Gerald, auch die Frage an dich natürlich. Sag mal, du sitzt jetzt hier in 20 Jahren. Wie schaut die Sponsoring-Strategie vielleicht bei der Graz Holding aus? Ja, wie gesagt, ich kann mich nur dem Hans anschließen. Das würde ich gerne in einem halben Jahr wissen, wie das dort wäre. Das ist schwer zu sagen. Nein, das wird sich. Ich hoffe, dass diese Pflöcke, die wir jetzt eingeschlagen haben, dann irgendwann einmal fruchten. Das geht wirklich in die Richtung eben, dass gerade die Frauenförderung einschlägt irgendwann einmal, dass das ähnlich wie auch beim Männerfußball ist. Persönlich, also wenn ich mir jetzt das anschaue, erst gestern wieder ein Transfer von Jude Bellingham und 105 Millionen zu Madrid, kann man jetzt kritisieren. Vielleicht gibt es auch einmal Frauen, die mit diesen Summen transferiert werden. Ob es gut oder schlecht ist, ein anderes Thema. Und vielleicht auch wirklich, dass wir dazu beitragen, dass eben auch breitere Sportler oder dass mehr Sportler von ihrem Sport richtig
leben können. Ich bringe wieder ein Beispiel, wenn Sebastian Ofner jetzt mit seinem Einzug ins Achtelfinale bei den French Open ein Viertel von seinem Preisgeld gewinnt, das er bisher in seiner Karriere gewonnen hat, dann passen die Dimensionen nicht ganz. Also da, ich hoffe, dass unser Engagement einfach dazu beiträgt, dass wir da im Bereich Frauen bzw. auch Breitensport einfach dann in 20 Jahren vielleicht mehr Sportler haben, die sagen, okay, ich habe viel kein Luxusleben, aber es war gut. Micke, was sagst du dazu? Dein Wunsch für in 20 Jahren oder wenn du einen Wunsch offen hättest, auch in Richtung vielleicht Frauensport in 20 Jahren? Also generell gesprochen glaube ich, dass der Sport nach wie vor eine ganz wesentliche Rolle spielen wird. Ich glaube, mit all den Veränderungen, mit vielen Unsicherheiten ist der Sport doch was, das habe ich wirklich erlebt, das was Stabiles ist, das was Verbindendes ist, das was Emotionales ist und das wollen wir Menschen, wir wollen unser gewohntes Umfeld und das ist sowohl auf den Spitzensport als auch auf den ganz einfachen Amateursport zu projizieren und das ist das eine. Ich glaube, was vielleicht das Sportsponsoring betrifft, glaube ich wirklich, dass es viel individueller sein wird. Es wird viel mehr Richtung Ziele und Zielgruppen gearbeitet werden. Ja. Das heißt auch viel bedarfsorientierter, also customized Content, customized Services. Daran glaube ich sehr stark, um dann wirklich auch den Bedarf zu decken. Und letztendlich, und das haben wir heute ja oft gehört, das ist auch meine Meinung und auch meine persönliche Überzeugung und mein Anspruch mit der Agentur, soziale Verantwortung zu übernehmen. Soziale Verantwortung rund um die Themen DEI, also wirklich, wenn es um Diversität geht, um Gleichberechtigung, um Inklusion. Wir haben das jetzt angesprochen, für mich als Frau sehr, sehr wichtig für Behindertensportler, für Randsportler, für Breitensportler, für all diejenigen, die noch nicht die Unterstützung kriegen. Ich glaube, ist es nicht nur notwendig, sondern es wird auch das der Unterschied sein, wo man sich vielleicht als Sponsor abheben kann, den Unterschied machen kann und wirklich Kunden gewinnen oder auch dann binden kann. Ja. Also viele Sachen, die ineinander greifen müssen, um diese Sachen zu erreichen. Ich freue mich, wenn wir uns dann in 20 Jahren wiedersehen und genau hier weitersprechen. Und danke, dass ihr da wart. Danke, dass Sie mit dabei waren. Das war der 3 Digital Impuls live aus der Sportstadt Graz. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.